Herr Kerkhoff, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Der letzte Akt sozusagen meiner Bürgermeisterbewerbung. Ich hatte damals eine Petition gestartet gegen eine überteuerte Sanierung des Bocholter Rathauses. Die sollte sich eigentlich noch an Ihren Vorgänger richten. Ich habe sie dann aber verlängert, weil ich gesagt habe, das macht ja dann keinen Sinn mehr. Es sind insgesamt 1453 Unterschriften einer Petition. Ich weiß, wir haben auch schon mal darüber diskutiert. Petition ist eigentlich im Lokalen kein geeignetes Mittel, um Protest auszudrücken, aber wichtig ist für mich eben nicht nur die Unterschriften, sondern es haben auch 500 Leute Kommentare abgegeben und die sind zum Teil recht deutlich. Also ich glaube schon, dass die Bocholter allgemein gegen eine Sanierung in einem solch teuren Rahmen sind. Ja, ich nehme die natürlich gerne an. Ich denke, wir haben ja auch den richtigen Standort gewählt, deswegen haben wir es bewusst gemacht. Ich denke, dass das ist passend, anders als wenn wir das jetzt im Gigaset-Gebäude gemacht hätten. Ich glaube, man kann auch sagen, es ist für mich jetzt kein zwingender Erkenntnisgewinn, weil ich habe ja zwischen 3.000 und 4.000 Haushalten besucht und viel über das Rathaus auch diskutiert. Insofern dokumentiert das, was ich auch denke, dass viele Bocholterinnen und Bocholter natürlich über das Rathaus denken. Man muss natürlich trotzdem, da komme ich dann immer wieder zu dem Rahmen, den man hat, immer überlegen, ob man aus diesem Zwangskorsett so rauskommt. Stichwort Denkmalschutz, Stichwort Urheberrecht, Stichwort auch ein neues Rathaus wäre nicht umsonst. Das sind sicherlich Punkte, aber da gehen wir nochmal in die kritische Reflexion. Ich glaube auch, alle Bestandteile, mindestens muss man ja sagen, die man hier nochmal hinterfragen kann, werden wir auch hinterfragen, und da ist das sicherlich eine Grundlage, auf derer man das gut tun kann. Also es bietet Anlass, nochmal innezuhalten und an der einen oder anderen Stelle nochmal zu fragen, und so nehme ich das letztlich. Wir sind jetzt Gott sei Dank, das ist die beruhigende Nachricht für die Kolleginnen und Kollegen im Bürgerbüro, die müssen jetzt nicht geprüft werden, ob jeder hier wohnt, sondern also die haben ihre Wohnort mit angegeben und ungefähr 100 davon kommen nicht aus Bochum, ja, oder wohnen nicht in Bochum. Aber es ist ja nicht zwingend, aber es ist trotzdem, glaube ich, eine Dokumentation, und ob es dann 1453 oder 1353 sind, ich glaube, die Aussage steht dann doch für sich, und insofern nehme ich die ganz hoffnungsvoll an, dass wir irgendwie ein gutes Projekt dabei hinkriegen.